So, und da sind wir auch schon wieder bei einer weiteren Folge von Let's Play Digimon Masters Online. Ja, wir waren ja hier letztens stehen geblieben. Das ist letztens, vor ein paar Minuten. Ja, XP-Booster wird angeschmissen und go. Komm jetzt her. So, wie viel kriegen wir denn jetzt pro Mob? Ah, 0,6, wenn ich das nicht, wenn ich jetzt richtig gesehen habe. Oh, ein Blatt. Ein Blatt. Schönes Blatt, oder? Aber wenn wir nicht treffen, dann bringt das auch nichts. Verfluchte Viecher hier. Boah. Alter. Und nochmal. Nochmal. Das wäre jetzt aber ein Staatsakt, ne? Das muss ich jetzt aber mal sagen. 100 Jahre später, yeah. Hier passiert ja gar nichts, ey. Schneller, du musst schneller hochkommen hier, mein Freund. Ich brauche die Level 2er Karten nicht, aber egal. Ich glaube, ich überhole noch Imperialdramon. Habe ich irgendwie das Gefühl. Ich meine, ich habe jetzt schon wieder fast 20%. In einer Minute gefarmt. Ah, den brauche ich auf gar keinen Fall. Komm, ruf da. Ja, und meine Pokémon-Let's Plays auf dem Kanal habe ich ja jetzt auch gelöscht. Weil ich habe ja gesagt, das wird hier so ein reines Digimon Stadium Channel, Kennel, whatever. Und ja, ich werde mir auch noch was Bestimmtes zulegen. Das wird der Burner. Ach ja, und die andere Idee, die ich ja vor ein paar Wochen angekündigt hatte, war, dass ich mit der PSP aufnehme und dann halt so Fairy Tail und so was Let's Play. Ich hätte mir das dann extra bestellt da aus Japan. Aber ich habe schon alles geguckt. Ich hatte auch dieses Kabel, was man dazu braucht, aber irgendwie klappt das nicht so, wie ich das will. Hab schon alles versucht, aber klappte nicht. Auch diese komische Software, die man sich da runterladen musste, gibt es auch nicht mehr die aktuellsten für. Entweder der Download ist nicht vorhanden oder mein. Oder ja. Gibt es halt einfach nicht mehr. Finde ich halt schade, wollte ich halt echt gern machen. Ich habe mir auch extra deswegen noch meine neue PSP zugelegt. Ja. Ist eigentlich scheiße. Ja, ich hätte zum Beispiel Bakugan, Battle Brawlers und all so Anime-Zeugs hätte ich Let's Play. Was hatte ich mir noch geholt? Full Metal Alchemist habe ich mir noch geholt. Und all so was. Yu-Gi-Oh! Hätte ich auch noch Let's Played. Aber ich denke mal, dann werde ich auf den DS umsteigen und werde dann auf dem Emulator spielen, die Anime-Spiele. Sowas wie Yu-Gi-Oh! Und so was. Falls ihr sowas überhaupt sehen wollt, so anime-mäßige Sachen. Also halt so früher, so Sachen, die früher auf RTL 2 liefen und so, da möchte ich jetzt gerne eigentlich wieder so auferstehen lassen hier auf meinem Kanal. Und ich hoffe, das wird mir auch gelingen. Jetzt werde ich erstmal meine Digimon-Reihe hier zu Ende machen. Ich denke mal, nach Galantmon und Immon werde ich dann aufhören damit und was Neues anfangen. Aber glaubt mir, zwischendurch für Digimon halt so Hatch-Videos und die Lines und so weiter werden natürlich auch noch kommen. Aber dann werde ich mir mal überlegen, was ich jetzt nächstes mache.
Na, Pokémon will ich jetzt eigentlich nicht so gerne machen, weil es ja halt schon jeder hat und DMO hat halt schon, haben zwar auch viele, aber ich finde nicht so professionell, was heißt professionell aufgenommen, aber in guter Qualität und ja, halt nicht viele Parts, so wie ich jetzt momentan habe. Ich weiß nicht, ich habe 100 Videos, glaube ich, nur von Digimon. Und halt viele Let's Plays halt so mit Wehmon, Renamon und all so ein Zeugs. Und da gibt es halt nicht so viele von, die das durchziehen. Deswegen habe ich gesagt, ja komm, mach's halt mal selber. Mal gucken, wie lange du durchhältst. Habe ich ja auch jetzt, ja gut, nicht lange durchgehalten, aber ich meine jetzt erstmal für den Anfang. Ich habe auch 33 Abonnenten und ich freue mich ja auch, dass die mir zugucken und so weiter. Und natürlich freut man sich auch immer über mehr. Aber ich meine, für die Abonnenten, die sich das auch wirklich angucken, kann man ja auch die Videos machen. Weil ich denke mal, das ist so ein Prinzip wie, ja, hier, weißt du schon, wenn ich auf YouTube gesehen habe, guck dir den und den mal an und dann verbreitet sich halt das immer mehr. Dass dann jeder, also jeder, ja, man verbreitet es einfach weiter. So, jetzt habe ich schon so viel gelabert, jetzt haben wir schon wieder 60% da. Sind wir gleich schon hier, unsere 45. Also was ich euch sagen kann, ist das, was ich noch bei dem Digimon Online dazu machen werde, ist was Schönes, was ganz, ganz, was heißt ganz alt, aber schon sehr alt ist, was man früher vielleicht gern als gespielt hat. Ich spoiler nicht, was es ist, weil dann wisst ihr direkt, was es war, weil es gab es, glaube ich, nur das eine Spiel früher. Deswegen, vielleicht könnt ihr ja raten in den Kommentaren. In der Videobeschreibung. Ach, in den Kommentaren könnt ihr dann halt mal so eure Antworten darauf schreiben, was ihr so denkt, was es sein könnte. Und ja. Ich labe zu viel. Nein, man soll ja Let's Plays labern. So ist das ja nicht. Ich weiß gar nicht, wie viele Parts ich schon aufgenommen habe hier, ey. Drei jetzt, ne, jetzt, das ist ja der dritte heute schon, ey. Immer hier. Immer. Oder soll ich heute bis 50? Was meint ihr, ja? Dann alles direkt hochladen. Dann habt ihr erstmal wieder was zum Gucken. Kabets. Boah, ich bin immer noch schweinemüde. Oh, fa. EXP Booster. Was gibt es eigentlich vielleicht für im Care Shop? Ich glaube 100 und 200er nur, ne? Aber ich habe ja noch Tausender. Am Wochenende werde ich dann, glaube ich, einen Tausender mal reinschmeißen. Dann geht die Party ab, würde ich sagen. Ich habe noch 30 Tage 100 XP Booster. Vom Event. Früher. I like that. Dude, 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 dude. Machen ja auch alle fleißig mit. Ja. Sieht mir nicht so aus, irgendwie. Hey, bleib stehen. Tut mir leid, dass ich dich nicht gekillt habe. Also gut, ein Level in 10 Minuten habe ich jetzt gemacht. Also könnte ich mindestens noch zwei schaffen.
So, da sind wir schon Level 45. Sehr gut. Aber wir treffen immer noch nicht die scheiß Viecher. Mann. Nein. Oh, der ist 46. Fuck, ich hätte gedacht, ich krieg den überholt, ey. Nur wegen seiner F2 jetzt, ey. Dann bleibe ich doch trotzdem in der Party. Bisschen weiter leveln und so. Cherry Rockman, ich level die ganze Zeit bei Woodmon, aber was soll's. Shake that ass. Düb, 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 düb. Doch, kommt hin. In einer Minute 10. Ja, kommt hin. Wir schaffen locker noch ein paar Levels. Ey, yo, auf 46 bekommen wir ja unsere erste Aura. Habe ich schon aufgegessen. Obwohl ich erst so eine kurze Auszeit habe. Ey, habe ich das schon vergessen, ey. Aha. Die Tage sind langweilig. Da haben wir schon 16:20 Uhr. Naja. Irgendwann. Irgendwann. Da weiß ich selber nicht. Kacke, wir brauchen noch 9 hier rein. Da habe ich extra den angemacht, weil die Party schon voll ist, ey. Komm, hau rein jetzt. Schneller hier immer. Krieg das fett eine Aura, ey, und über eine F2 dann gleich. Ja, sicher. Invite me, Guild. No Stealer Thema Level 50. Aha. Bam. Also wenn der Tempo so weitergeht, ne, dann freue ich mich. So ist das doch nice. Mann, ey. Immer wenn ich das sag, weißt du, hat ey, immer. Ey, das ist doch so eine Crap-Scheiße, ey. Oh, ich bin fast tot. Ach, das geht ja gar nicht hier. Boah, ich bin jetzt voll an League of Legends wieder fixiert. Mit dem nach oben, das hat sich so bewegt. Weil ich habe jetzt die Zeit lang nur League of Legends gezockt. Da spiele ich ja auch sehr, sehr aktiv. Ich habe gerade meine 700 Wins erreicht. Und ich weiß nicht, ob ich da wirklich was aufnehmen soll, weil das würde nicht zum Kanal passen. Würde echt nicht zum Kanal passen. Ich weiß ja nicht, wie ihr es findet, aber ich denke lieber nicht. Ihr könnt fragen, wie scheiße. Dann gebe ich euch meinen Namen. Ich stream ja fast immer, wenn ich Zeit habe, bin ich immer am Stream mit League of Legends und bin, was weiß ich, 4, 5 Stunden, 6, 7 Stunden am Tag am Stream und zock dann.
Dann könnt ihr halt mitzocken. Dann kündige ich das mal auf dem Kanal an. Dann spiele ich halt mal so eine Stunde, 2 Stunden Digimon. Dann spiele ich mal so 2 Stunden LOL. Dann machen wir so einen kleinen Marathon. Also ich meine, ich bin auch für einen 24-Stunden-Marathon. Schaffe ich auch locker easy peasy. Okay, was heißt locker easy peasy? Dann müsst ihr mir auch bei unterstützen, dass ich wach bleibe da. Gibt er mir ein paar Aufgaben, wie ich wach bleibe und dann läuft das schon. Ja, aber da plane ich erstmal, wenn ich ein bisschen mehr Zuschauer habe. Aber ich meine, ich kann nicht meckern. Also, ich habe jetzt schon fast 10.000 Videoaufrufe auf alle Videos. Also insgesamt Aufrufrate. Also, ich meine, obwohl es nur Digimon-Videos sind. Also, ich bin echt erstaunt, dass sich Leute das noch so angucken. Und ich bin schon fett über den Part. Deswegen sage ich erstmal, wir sehen uns im nächsten Part wieder, Leute. Haut rein.